Hallo Freunde, unser Team besuchte das Sanatorium St. Lukas im Kurort Sviradouf-Struj und jetzt möchte ich meine Eindrücke teilen. Das 4-Sterne-Sanatorium St. Lukas liegt am Rande des Kurortgebiets in einer ruhigen Gegend, ca. 500 Meter vom Kurortzentrum entfernt. Das Sanatorium hat ein begrüntes und gut ausgestattetes Gelände, von dem aus man einen malerischen Blick auf die Jaserberge hat. Meiner Meinung nach ist die Lage des Sanatoriums gut. Gleichzeitig können im Sanatorium bis zu 230 Gäste in 95 Zimmern auf 4 Etagen untergebracht werden. Die Zimmer in einigen Gebäuden wurden renoviert und haben ein moderneres Aussehen, aber auf der anderen Seite haben sie eine schwächere Schalldämmung zwischen den Zimmern. Die Zimmerausstattung ist gut. Es gibt Kühlschränke, Internet, Satellitenfernsehen, Bademäntel und einen Haartrockner. Viele haben Balkone. Besonders zu betonen sind die geräumigen Apartments in den oberen Stockwerken mit großen Fenstern und bester Aussicht. Die Gäste essen im Restaurant im Erdgeschoss. Im Sommer ist auch die Terrasse geöffnet. Frühstück wird dreimal täglich serviert. Menü ändert sich täglich. Es gibt frische, saisonale Gemüse und Früchte. In der Lobby gibt es eine Bar mit leckerem Kaffee und einer guten Weinkarte. Es gibt keine spezielle Diät hier. In der Klinik St. Lukas gibt es eine eigene medizinisch-gesundheitliche Abteilung mit radonhaltigem Wasser für das Hauptverfahren, das Radonbad, im Kurort vorhanden. Das Spektrum der Verfahren ist nicht sehr groß, aber hier werden, wie gesagt, Radonbäder und Schlammanwendungen durchgeführt. Ein Pluspunkt ist das Vorhandensein von Außen- und Innenpools, Whirlpools, Saunen und Salzräumen. In der Kosmetikkabine können Sie gegen Aufpreis verschiedene verjüngende und reinigende Verfahren durchführen. In Ihrer Freizeit haben die Gäste von St. Lukas die Möglichkeit, Billard zu spielen, im Fitnessstudio zu trainieren und die Kinder können auf dem Spielplatz spielen. Nicht weit vom Hotel entfernt befindet sich ein Skilift, mit dem man in die Berge fahren kann. Gäste, die mit dem Auto anreisen, können es auf dem großen bewachten Parkplatz abstellen. Das Personal des Sanatoriums schafft in einem großen Hotel eine warme Atmosphäre. Es ist angenehm und freundlich, was zu einer gemütlichen Atmosphäre beiträgt. Das Sanatorium St. Lukas empfehle ich Menschen, die Zeit für sich nehmen und sich angenehm behandeln lassen möchten. Nachteile: Weg zum Sanatorium bergab, instabiles Wi-Fi-Netzwerk, kein stabiles Internet vom Stadtzentrum zum Sanatorium. Liebe Freunde, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie über die neuesten Videos und Social-Media-Kanäle informiert. Buchen Sie das Sanatorium St. Lukas auf sanatoriums.com zu den besten Preisen und Bedingungen.